Airdrop. Ja, da laufe ich nicht hin, da ist die Stadt. Das könnt ihr vergessen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge 7 Days to Die. Mal wieder nicht alleine, sondern auch in der Party, diesmal dabei der Madde. Hallöchen. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Schönen guten Abend. Wie ihr merkt, wir haben Abend. Ja, bei 7 Today sogar noch. Das ja, passt bei mir doch. Ist es auch gerade kurz vor 12. Also wird es jetzt wahrscheinlich mega Action geben. So, für die Leute, die vielleicht Teil 1 nicht gesehen haben oder Folge 1, ich habe jetzt endlich meine Basis erreicht und hör schon mal ein Zombie, das ist nicht gut. Versuche jetzt gleich noch weiter reinzukommen. Das ist ein bisschen draußen. Ja, dann sollte ich schneller reingehen. Oh, falsch. Ja. Der Madde zockt natürlich nebenbei auch Seven Days to Die, wie ich das mitbekommen habe. Ist ja, das so? Richtig. Da liegst du. Richtig. Sehr schön. Ist auch gerade bei mir ein bisschen also oberhalb der Erde chaotisch. Ich höre da Wölfe, Zombies und ich bin unten schön am Buddeln. Am Buddeln? Diese Buddeltieren, ne? Ja, Rohstoffe, ne? Bisschen Stein, bisschen Eisen. Jo. Das ist natürlich clever, wenn man nachts nicht raus ist, kann man natürlich unten buddeln gehen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Weil ich ja wieder irgendwas versuche hier mit Megatunnel dein und dein. Oh, scheiße, das ist gleich durch. Entschuldigung, Mato, dass ich ins Wort gefallen bin, aber... Kein Problem. Ich habe gerade ein bisschen Panik, weil ich habe keine Steinachs mehr. Und ich habe auch natürlich keine Steine mehr. Und die... Oh, die dumme Kotze. Da gebe ich jetzt erstmal einen Pfeil im Kopf. Wackel doch nicht so. Bam! Erwischt. Headshot. Da ist noch einer. Bam! Zack. Schon ist es still geworden. Ah. Oh. Was ist das denn? Das, ja, liebe Leute, das nenne ich mal Logik. ne? Ich hab sie umgebracht, die lag auf dem Boden, ich öffne sie, hole mir die Sachen raus und auf einmal liegt die hier oben auf diesem Metallding. Ja, da ist schon wieder ein Zombie. Alter, wie viele sind denn hier? Das gibt's doch gar nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich will ja Steine holen. Wie hole ich denn den Stein? Ich glaube, vom Boden kann ich Steine holen. Richtig. Kannst du schön aufsammeln. Nee, ich meine im Haus. Ich bin da jetzt im Haus schon drin, weißt du? Ach so, ja, dann kannst du... Glaub den ich Fußboden. Auch, ja. Ich glaube, der Fußboden ist aus Stein, wenn ich das richtig sehe. Ach, ich hab... Ja. Ich hab doch hier... Kann ich doch hier zumachen, wieder das Loch hier, was die aufgemacht hat. Nee, jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir Kletten. Geht das doch irgendwie schneller hier? Jawohl, mit Messer aufschneiden. Ja, lecker Zombie. Delikatesse. Ach, nicht dagegen hauen. Jawohl, können wir deinen packen. So, dann haben die schon mal jedenfalls wieder ein bisschen was zu tun. Ich muss versuchen, Steine zu bekommen. Habe ich schon was? Nein. Meinst du, vom Fußboden kann man Steine bekommen? Ja, geil, das ist auch nur mein Holzknüppel kaputt gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine zweite Folge? In der ersten super Loot und alles klasse und in der zweiten läuft alles schief. Das kann doch nicht sein. Oh, ich könnte einen eigenen verstärkten Knüppel machen. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich. Achso, Knüppel. Ich wollte schon sagen, hey, wie kriegst du schon wieder Werkzeug so hin? Nee, nee, nix. Hier. Ich schmiede den Eisen. Nee, nee. Ich zieh das ab. Stein. Was ist mit Stein? Ja, das ist total beunruhigend, wenn man ganze Zeit hier
Zombies hört. Und man sich nicht sicher ist, ob die jetzt noch draußen sind oder schon drinnen. Und mehr oder weniger offene Türen hat, ne? Ja, mehr oder weniger. Da hast du recht. Deswegen dann immer so ein leichter Blick nach oben. Haben die da noch was aufgenommen? Da ist ein Licht. Ja, leichter Blick nach oben und immer prüfen, ob alles okay ist. Der einen Stein habe ich jetzt. Das ist mir noch ein einziger. Mal, wie schnell dieser Knüppel kaputt geht. Schon die Hälfte weg. Jawohl, ich habe den Stein. So, dann zack. Und auf der Zepter und Steinhack fertigen. Och, ich war doch... Oh. Ich laufe ja gerne Kilometer umsonst. Hast du wieder was vergessen? Nein. Nach unten gegangen, weil ich musste einmal nach oben eine Fackel holen, hab eine Fackel gemacht, gleichzeitig was getrunken, bin nach unten gegangen, weiter abgebaut, meiner kriegt Hunger, und Stein, Stahlachs geht kaputt. Wieder nach oben, alles neu aufbauen. Wie weit ist denn der Weg bis nach oben? Bist du weiter, schon weit gebuddelt? Ja, es ist schon ein gutes Stück auf jeden Fall. Das ist dann natürlich doppelt ärgerlich. Ich sollte erstmal gucken, ob hier. Nein, die können ja auch von hier noch rein. Stimmt. Oh oh, ich sollte nicht auf mich aufmerksam machen. Ist jemand auf Toilette? Hallo. Das sieht nicht so aus. Ich glaube, ich sperre mich jetzt gleich auf den Klo ein. Bis die noch zu rüber ist. Oh, ein Einkaufskorb. Den Einkaufskorb nehme ich erstmal. So, durchsuche hier einmal von der Stadt. Ja, das Schwert kaputt. Ach! Stimmt. Ja, das kann ich ja aufwerfen. So. Wir sammeln wir schon mal hier diese ganzen Einzelteile. Für das muss man aufmachen. Das mache ich später. Da tue ich auch noch nichts zum Aufmachen. Hier bitte nee. Schießpulver ausgezeichnet, brauche ich natürlich jetzt ganz dringend Schießpulver, weil ich mit Sicherheit schon jetzt Munition machen kann für Waffen, die nicht existieren. So, Papier auf. Oh, ein Getränkekühlschrank. Eine Flasche Wasser. Ist doch auch schön. Oh, ein Pokal. Ne, eine Bleitrophäe, jawohl. Ne? Nichts gewissen, aber schon einen Pokal bekommen. So muss das. Boah, 29 Jeton. Wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Casino, ne? Ach doch, Jeton! Boah! Ja! Hat die sogar nicht! Krass! Na, da hat eine Ahnung! da war ich selber überrascht, das, ne? Da kam ich mit so einem Fachbegriff um die Ecke und der passte sogar! Das ist ja erstaunlich! Was man so manchmal lebt hier! Ist ja auch noch was? Boah! Die sind das! Bauplan Lederbrustpanzer, ja! Die so wieder. Oh, herrlich. Oh, noch ein Einkaufskorb. Eine Dose. Ja, das ist da hin. Ich kann immer meine leere Dose haben. Ja. Ein Medizinschrank. Ein Glas. Hört sich hier so krass an, aber da ist einfach nur eine normale Band dazwischen. Das hört sich so an, als wären die direkt in die Ecke. Ja, klar. Das, so ist das, wenn man einfach nur noch aufmacht und alle sofort mit L3 bestätigt und alles rüberholt, dann holt man sich mal eben aus dem Klo Scheiße ins Inventar. Das ist, kannst du auf die Zombies werfen. Ausrüsten. Ekelhafte Scheiße. Heb sie nur am sauberen Ende auf. Du kannst sie auf deine Freunde werfen und damit Zombies ablenken. Nicht damit Zombies ablenken. Ich soll damit die Zombies ablenken. Haben denn die Zombies hier schon irgendwas aufgemacht? Ne, dann lohnt sich ja nicht da extra aufzumachen, um die abzulenken. Kann ich hier denn irgendwo was rausschmeißen? Da kann ich was rausschmeißen. Schmeiß ich den denn raus? Ha! Einfach mal die Scheiße aus dem Haus geworfen. Gucken, ob da irgendwas hinläuft. Oh. Mach hier wieder gefährliche Sachen. Mann, Mann, Mann. Ob das hier alles gut geht? Ich weiß ja nicht.
Ah, sieht gut aus. So, jetzt zurück. Ah, ich muss. Ah, ein Schlafsack, ganz wichtig. Gut, dass die Quest mich daran erinnert. Ah, ich kann die Tür nicht schließen. Verdammt. Ich brauche Pflanzenfaser. Habe ich denn genug Pflanzen? Ich habe. Nein, ich habe keine Pflanzenfaser. Für den Schlafsack. Nein. Dann musst du rausgehen. Ja, um 5. Oh, schon fast? Schon 5 Uhr morgens? Ach, ist ja nur noch eine Stunde. Alles cool. Alles cool. Ich werde mal, glaube ich, bei mir gleich mal in diese Wüstenstadt darüber gehen. Wüstenstadt? Gibt in der Ja, Wüste eine Stadt? wo ich letztens mal hingegangen bin, aber mir dann die Axt kaputt gegangen ist. Und wieder den ganzen Weg zurücklaufen durfte eigentlich. Und seitdem ich wieder nicht mehr hingegangen bin. So, okay. Verdammt, ich dachte, die Bleitrophäe könnte man irgendwo hinstellen, aber die kann man nur zerlegen. Ist ja schade. Ja, dann ist schon mal hier so eine Kiste fertig. Hier schon mal ein paar Sachen ablegen hier. Nicht, wenn ich, also wenn ich sterbe, noch ganz woanders spawne. Und dann erstmal weit weg von der Kiste bin. Das möchte ich ja nicht, ne? Pack ich es einfach erstmal hier hin. So. So. Dann packen wir mal Schießpulver. Dann kann ich gleich Wasser holen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Essen, essen. Hat der Hunger? Sag mal, hast. Oh, der hat wirklich Hunger. Der hat auch Durst. Ein bisschen was trinken. Ach, ist jetzt schon wieder hin. Ja, nicht fast. Dann trink nochmal was. Du so stark wirst. Ja, komm, essen wir das. Glas Honig. Ausdauer plus 40, ist ja krass. Und ist nochmal so ein schönes Sandwich hier. Lass es dir schmecken, Junge. Yeah. So, Honig rüber. Hol's nämlich immer mit. So, erstmal alles weg. Da, brauche ich irgendwas hier von? Essen nicht. Nein. Nö, das ist auch nicht okay. Gut. Bei dem müsste es jetzt auch gleich Ja, 6 Uhr sein. bei mir ist schon 6 Uhr. Kann ja auch in 20 Minuten Ich sehe dort ist auch spielen. schon wieder so weit, dass die Aufnahme zu Ende ist. Da fast 15 Minuten vorbei sind. Deswegen sage ich jetzt schon mal, ich mache einen kleinen Break und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Okay, da ist schon mal ein Zombie. Also hier rausgehen ist nicht so klug. Ja, der ist schon wütend hier, der schlägt schon um sich. Ne, da, ne, ne. Also ne, da gehe ich nicht raus. Dann lass mal die Finger von ihm, wa? Ne, also ne, das finde ich nicht nett. Muss ich hier mal hier wieder kaputt machen. Ich bin mal gespannt, wie viele Zombies hier auf mich warten. Ah, ich befürchte schon wieder Schlimmes. Aber egal, ich habe einen eisenversteckten Knüppel. Der ist schon nicht schlecht, liebe Leute. Damit kann man schon ne, einen verknüppeln, sag ich mal. Was hat der denn für Werte? Wesenschaden 6,79. Das Jagdmesser hat 6, ja, sehr. Schon mehr als das Jagdmesser. Unglaublich. So, zack. Bin ich froh, wenn ich eine Axt habe. Sehr ätzend. Ja, Steinaxt. Also, ich habe eine Axt, eine Steinaxt, aber ich will eine bessere Axt als eine Steinaxt. So, sieht aus, als wäre hier links sowas. Dann kann ich das hier alles wegräumen und mir gleich mein Bett machen. Guck mal, da ist auch schon mal ein kleiner Stein. Oh, Hier ist daneben. auch einer, hier ist auch einer. Und hier ist ein Vogelnest. Und 6 Federn. Schön. Dann nehme ich auch noch den Stein auf. Ich muss das wieder üben, hier, das mit der Armbrust schießen. Hast du das verlernt, Junge? Ja,
Wie kommt's? Hast du nur mit richtigen Waffen hantiert oder? Nee, eigentlich habe ich die Zombies mehr oder weniger immer nur noch ignoriert, bin einfach nur noch gelaufen. Ja, das ist aber auch nicht so nett, ne? Nach da. Dann geben die sich Mühe und versuchen Aufmerksamkeit hier zu erregen und du läufst einfach vorbei. Also, ne? Das ist Meter entfernt, Alter, und ich schieße daneben. Boah, die haben sich hier voll durch Wow. das sind, ey, da kann man wirklich sagen, die Zombies sind nicht die klügsten. Anstatt hier rechts oder links hochzugehen, statt hier rechts oder links hochzugehen, was haben die gemacht? Die Experten, die haben einfach sich gedacht, komm, beißen wir uns hier die Betonblöcke durch, anstatt hier oben drauf zu gehen und dann Ist hier doch mal weiter. einfacher, okay. Nö, wir Ist doch machen viel einfacher. hier die drei, haben wir schon mal weggemacht. Denken die sich, ach, jetzt wird es langsam hell, haben wir wieder was geschafft heute. Ist doch ein guter Tag gewesen oder eine gute Nacht. Mann, Mann, Mann. Aber mir soll es recht sein. So konnte ich die erste Nacht mehr oder weniger locker überleben. So, jetzt ist mal wieder meine Steinaxt im Arsch. Rezepte, Steinaxt. Weißt du, ich habe schon Tag 58, aber denkst du, ich habe irgendwo mal so ein Rezept für Motorradteile, ey? Ich könnte dann in die Stadt schon locker mit Motorrad fahren, ohne Probleme. Hast du denn das Nein. Rezept für Minibike bekommen? Hast du das schon gehabt? Ich glaube nicht, ne. Okay. Weil das hatte ich als ich das letzte Mal gezockt habe, in einer anderen Welt, relativ früh schon, das Rezept dafür. Da hat es mir nichts gebracht, weil ich natürlich die ganzen Einzelteile vom Minibike nicht hatte. Auf den Kopf. Jawohl. Oh. Die Frau lässt Bauchspeicheldrüsenentzündung. Nicht, dass du dich nur erkältest, junge Dame. Ich habe sogar extra in diese Bücherei-Ladung da geguckt, weißt du, wo wir uns alle zusammen da unsere Welt da hatten oder haben. Weiß auch natürlich Auch nicht. nicht. Das ist ärgerlich. Liebe Leute, vielleicht könnt ihr dem mal helfen. Falls ihr noch Ideen habt, wo es Bücher gibt, könnt ihr es ja in die Kommentare reinschreiben. Und hier vielleicht dem Mathe weiterhelfen. Der wird sich dann bestimmt auch mal gerne die Kommentare angucken. Und vielleicht Ja, ist ja was das will ich dabei. machen. Ja, seht's. Kann man schon wieder einer Person hier helfen. Ich hatte ja in der ersten Folge schon so viele Fragen an euch. Ich war mir nicht sicher, aber wie, was, wo, wann. Aber das wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten Folgen noch öfter sein. Aber das ist auch das Schöne. Man bildet sich gemeinsam fort. So, ich brauche jetzt Holz. Ja, ich hol. Nee, ist, ne? Ich hab irgendwas. Hier. Habe ich denn Pfeile? Ich mache Pfeile. So, Mate, ich habe hier einen Hirsch im Wasser. Meinst du, ich schaffe es umzubringen mit Pfeile? Kopfschuss, dann easy. Vielleicht noch anschleichen. Das dreht sich hier im Wasser wie, Alter. Das hüpft, hüpft. Im Wasser ist Okay, es nicht hier schnell. ist nichts. Nein, ich muss schneller Ich sein. sehe Nein, keinen das Groll. läuft jetzt weg. Das läuft Ich nicht. sehe keinen Zombie. Dann durchlaufen. Okay, ich sehe Zombie. Ich höre einen Wolf. Ich habe doch gerade nichts von allem gehört oder gesehen und jetzt alles auf einmal. Nächster Zombie. Oh, Arschen. zu schreien hier. Och, ich treffe das Teil nicht. Ich hab's nicht getroffen. 5 Pfeile, ey, das gibt's doch gar nicht. Wie schlecht bin ich denn, ey, Mann. Aber das war auch total schwer einzuschätzen in dem Wasser, wie er sich bewegt. Da denkt man, das ist gleich schon ein bisschen weiter und das kommt einfach nicht Da vorhin im freue ich Wasser. mich schon, Worauf? das Video zu sehen. Das ist aber, ne, das, ja. Ich werde es, vielleicht werde ich einfach das Ist rausschneiden. rausschneiden, Einfach irgendwie dann so, ne, so wie im Fernsehen, entschuldigen Sie die Störung oder sowas, so diese Jo. Störungsbildschirm kurz reinmachen. Mal schauen, ob man das der Gesellschaft und dem Volk, den Menschen sowas antun will. Ich weiß ja nicht.
So, der erste Baum fällt. Baum fällt. So. Okay, da läuft ein Verbund. Steine haben wir, Pflanzenfaser haben wir. Dann haben wir ein paar Pflanzenfaser. Ja, darf ich hier gleich wieder aktivieren? Oh, cool. Ein Gewitter gibt's bei dir. Bist du jetzt eigentlich schon auf dem Weg in die Wüste? Ich bin jetzt in diese, also Landschaft, wo es eigentlich überall brennt. Ach, in den Inferno oder Mhm. Kolumbien. Da laufe ich jetzt weiter Richtung, ich glaube, das ist dann diese Wüstenlandschaft. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo du ungefähr bist. Schlafsack. Da brauche ich nur einen von. Doch auch eine Holztür, wenn ich mich nicht täusche. Holz, Holz. Da, gesicherte Holztür. Möchte ich gerne einmal zwei davon. Nee, oder? Ah, ich mache. Ah, ich würde gerne drei haben. Zum Mitnehmen, bitte. Jetzt habe ich kein Wasser geholt. Mann! Ach ja, stimmt, weil mich dieses Hirsch-Reh-Dingens-Bums total verwirrt hat. Quest So, abgeschlossen, jetzt jetzt ist sollte ich nochmal mal meine Klamotten ausziehen. ein. Oh, ein Zombie ist hier drin. Die haben die Tür aufgemacht. Oh, und ich kassiere. Oh, und ich sterbe. Oh, der hat coole weiße Haare. Ich meine, das war jetzt einfach nur ein Fehler, aber sagt trotzdem los. Oh geil, so schöne Hipster-Zombies. Das hätte doch mal was. Ich glaube, so Hipster-Zombies, das wäre. Das ist ein schöner Baum in der Ein Luft. Baum in der Luft? Vielleicht hast du ja da drunter zu viele Sachen weggebuddelt. Oder Nee, so. ich laufe hier einfach nur an dem Baum vorbei. Oh. Zwei Zombies kommen auf mich zu. So, da ist auch eine Holztür. Dann mache ich einfach. Der ist am Zappeln, der ist, was ich sowas von. Hier auch noch eine Holztür rein. Es gibt eine Stahlspitzhacke. Gibt es auch noch. Ist auch eine Eisenspitzhacke, oder? Ja. Gibt's Holz oder gibt es auch Steinspitzhacke? Hast du was? Nein. Ich muss noch einen Steinaxt machen. Ne? Auch Hm, der genau. nächste Zombie, Alter. Das gibt's doch nicht. So, Tür zu. Was magst du meine Tür aufzuschlagen, du? Ja. Nein. Ich bin sauer auf dich. Geht so nicht. Das geht so nicht. So. Ach, die Tür. Jetzt hat er die Tür kaputt gemacht. So, Irgendwie eine Heilung. Gravestone bin ich jetzt angekommen. Kann man die Türen upgraden? Kann man diese upgraden? Ja, kann man auch Ja, zumachen. wenn du Gut. Holz hast oder sowas, sollte Solange das man die danach. eigentlich gehen. Solange man die danach aufmachen kann, ist alles gut. So, was wollte ich jetzt machen? Lagerfeuer, genau. Lagerfeuer. Machen wir noch das Lagerfeuer, dann sind wir mit der Questreihe durch und dann würde ich sagen, war's dann das auch für die zweite Folge. Und schauen dann mal, was in der dritten so geht. So, erstmal Lagerfeuer. Fertigen. Nein. Vielleicht holen wir noch mal kurz Antritt Wasser. war. Wollen wir noch kurz das Wasser holen, bevor die Folge zu Ende ist? Ja, ich glaube, ich hole mal nur kurz das Wasser. Ah, Abschluss der Quest. Sie kaufst. Dankeschön. Oh, ein Flugzeug. Ein Airdrop. Ja, da laufe ich nicht hin. Da ist die Stadt. Das könnt ihr vergessen. Da, Bauplan. noch nicht. Und noch mehr Baupläne. Aber nicht die Baupläne, die ich brauche. Ei, 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 ei. Zack, Geht's. zack.
Geh mal Jetzt, wieder jetzt, jetzt, runter. jetzt, jetzt mache ich hier schon mal die Tür zu. Wie gesagt, Tür zu. So, ein Lagerfeuer. Nee, stimmt ja. Ich brauche ja einen Kochtopf. Ah. Na gut. Dann bei diesem schönen Lagerfeuer beende ich mal die Folge und sage dann bis nächsten Mal. Ich bedanke mich bei Mathe dafür, dass er mich Jo, unterstützt hat und mir ein bisschen ich Gesellschaft bedanke geleistet mich, hat. dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne, gerne. Ich denke mal, die Zuschauer haben auch nichts dagegen, wenn du öfters nochmal dabei reinschaust. Und vielleicht machen wir auch irgendwann mal zusammen eine Welt oder anderes. Oder ja, man weiß, man wird sehen, was noch alles möglich ist. Alles klar, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.